Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Klemmstein-Video, und zwar wieder mal zur Verfügung gestellt von der Firma Funhole, nämlich das ganz brandneu erschienene der Western Saloon. Kommt mit der Nummer F9021 und hat 2026 Steine. Ein paar müssen wir abziehen, denn ja, ich habe es schon gebaut. ein paar sind übrig. Macht aber nichts. Auf jeden Fall würde ich euch kurz mit in die Details reinnehmen. Das ganze Set ist natürlich auch wieder mit Tag-Nacht-Modus, also beleuchtet, wenn man das möchte. Und das schauen wir uns nachher gleich mal an, wie es aussieht mit Beleuchtung. Wir schauen uns das ganze Set an. Ich habe das auf dem Drehteller hier vorbereitet, den ich ja ganz neu erstanden habe. Falls ihr da Interesse an so einem Drehteller habt, schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Ich packe euch den Link unten mit rein. Ebenfalls packe ich euch das Set unten mit rein. Schaut gerne bei Funhole vorbei. Das ganze Set kommt mit einem super Preis. Den könnt ihr dann auf der Internetseite dann von Funhole direkt ersichtlich sehen. So, also Western Saloon, ne? Ist ein richtig schönes Set, auch leicht zu bauen, finde ich. Dann haben wir hier einmal auf der Rückseite, das kann ich euch gerade noch zeigen. Dafür mache ich die Lampe mal weg, dass euch das nicht so blendet. So, hier einmal den Tagmodus, ne, wie das ganze Set aussieht, wenn es unbeleuchtet ist. Und so nochmal in dem Nachtmodus, also beleuchtet. So, das ganze Set hat natürlich auch drei Minifiguren dabei. Und ich würde sagen, wir machen mal gewohntermaßen, blende ich euch jetzt die Bilder von den Bauphasen ein, dass ihr so einen kurzen Aufbau des gesamten Sets bekommt. Und dann schauen wir uns am Ende nochmal auf dem Drehteller, ja, auf dem Teller präsentiert, auf dem Tablett, einmal das ganze Set rundherum. Ich zeige euch die einzelnen Details, die einen erwarten. Funktionen gibt es auch ein paar versteckte. Und ja, in dem Sinne, jetzt Film ab. Lasst gerne noch ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da, wenn es euch gefällt, den Daumen nach oben und Kommentare sind natürlich immer gern gesehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß jetzt hier bei diesem kleinen Foto-Step-by-Step-Bild. Ich habe mal das Set zusammengebaut. Nein, also das ist tatsächlich bloß ein kleiner Aufsteller, den man sich noch neben das Set stellen kann. Und ich habe das Ganze hier mal vorbereitet. Tada, da ist es. So, lass mal gucken, dass wir die Kamera noch ein Stück weiter wegbekommen. So. Also einmal das, dann muss ich noch hier oben gleich Batterien einfügen, damit wir oder damit ich es euch auch zeigen kann. Dafür benötigt ihr 3x Doppel-A-Batterien. Irgendwo hatte ich gerade noch welche. Da. Das können wir gerade mal machen. Ich hoffe, die haben alle Strom, aber eigentlich müssten sie, die sind frisch geladen. Also 3x Batterien. Ihr könnt das Ganze natürlich auch über den USB-Stecker hier oben
auch direkt in ein Handy-Ladekabel oder sonstigen USB-Stromstecker natürlich bedienen. Achso, da ist der Einschalter. Und da habt ihr schon mal gesehen, dass das Ganze funktioniert. So, dann kann man das nämlich hier oben, das finde ich auch mega cool gelöst, auf zu Klemmsteinen hier oben das Batterie festmachen, das Batteriefach. Und ja, damit einmal Film ab. Ich lasse es mal rundum laufen. Na, jetzt. So, geht das mal schneller? Ne, das ist das Schnellste. So. Also, dann habt ihr das Modell jetzt einmal. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Ich mache das Mikrofon mal hier rüber. Ja, einmal kurz im Rundumflug. So, und damit ja, würde ich sagen, wir schauen uns mal die einzelnen Details an. Also, was ich schon mal vom Aufbau her richtig cool finde, ist die Lösung, wie man diese Wände hier gestaltet hat, dass man das eigentlich bloß wie so eine Art Treppe zusammensetzt und dann mit Gelenkstücken quasi dann einfach nur hier so hochklappt. Dann, wo sind wir denn noch? Genau, wir können ja mal unten anfangen. Ich muss bloß irgendwas zum Zeigen finden. Ja, da haben wir den Schraubendreher. Also, ihr habt ja gerade eben schon gesehen, hier 1, 2, 3 Minifiguren. Dann hier vorne sind so zwei Schwenktüren. Ne? Da, die kann man da aufmachen oder auch wieder zu. Dann hier eine Peitsche, ein Wagenrad ist hier dran. Dann haben wir, habt ihr gerade eben gesehen, 1, 2 Kakteen. Hier ist ein, wo die Pferde festgemacht werden, ein Wassertrog, ne? Da liegt Wasser drin. Einzelne Gebüsche, dann ist hier so ein Halteschild für die Zugstation. Und genau, dann haben wir das Ganze hier richtig schön aufgegiebelt mit hier so einem nach unten klappbaren Dach, was von unten beleuchtet ist. So, dann zeige ich euch mal eine Funktion, und zwar können wir das Ganze nämlich hier hinten über diese Tür, ihr habt es wahrscheinlich zwischendurch mal auf den Fotos gesehen, aufklappen, damit wir das ganze Set auch mal von innen sehen. Und da seht ihr schon, da ist hier richtig viel was los. Ne? Hier ist so ein Pokertisch, wo Karten gespielt wird. Da hinten ist ein Bartresen, wo auch vom Barkeeper hinten die Pistole hängt. Dann gibt es hier eine Tür zu einem Raum. Jetzt zeige ich euch gleich nochmal. Da gibt es nämlich von außen einen geheimen Öffner. Wir haben hier ein Klavier stehen, verschiedene Barhocker, die übrigens auch richtig cool zusammengesetzt sind. Ne? So rum kennt ihr die Teile wahrscheinlich, das sind Leitern. Und wenn man die hier mit zwei so einen Bügeln von unten rum verbindet und dann so eine Rutschplatte, so eine Halbrunde drauf macht, hat man hier so einen coolen Barhocker. Finde ich super. So, gibt es noch was? Dann habt ihr es auf den Fotos wahrscheinlich gesehen, das kann ich euch jetzt gerade schlecht zeigen, weil es verbaut ist, haben diese ganzen Fenster auch einzelne Vorhänge drin, ne? Die auch richtig cool gestaltet sind. So, dann klappe ich das mal kurz rum und drehe das Modell weiter zu dem geheimen Fach. Und zwar haben wir hier zum Schluss dieses Stück Tor. Und wenn wir jetzt hier den Schalter drehen, ist hier so ein Hebel, mit dem wir bedienen können. Dann gibt es hier quasi wie so eine Art Geheimeingang zu dem, was ist das da vom Sheriff? Ich glaube, das ist vom Sheriff. So ein kleiner versteckter Raum, ne? Mit einem Sessel drin, einem kleinen Tresen und so weiter. Und dann würde ich mal hier oben das Licht einschalten. Mal gucken, wo war denn der Schalter? Ah, da. So, jetzt ist das Licht, glaube ich, an, genau. Deswegen mache ich mal meine Lampen aus, damit wir das ganze Set jetzt nochmal im beleuchteten Zustand sehen. So. Da seht ihr das ganze Set halt. Wir machen es mal so. Dann seht ihr nämlich gleich mal das Innenleben, wie es beleuchtet aussieht. Was ich auch richtig cool finde, hier oben der Leuchterkranz, ne? Der Deckenleuchter, dann diese einzelnen Laternen überall, ne? Also das ist schon richtig cool gemacht. Kann man echt nichts sagen. So,
Dann klappen wir das mal wieder zu und lassen es mal mit Licht noch weiterlaufen. So, und dann sehen wir, dass hier vorne das Außen auch alles beleuchtet ist. Hier die Vordächer haben kleine Laternen drin. Also das ganze Set ist schon richtig cool. Ja? So, und da seht ihr das mit diesen Vorhängen. Jetzt natürlich nur durch die Scheibe durch. Ja? Also die sind von innen auch richtig schön gestaltet. So. Und damit ja, sind wir eigentlich hier mit der Vorstellung zu diesem richtig coolen Set durch. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch Interesse habt und die Firma Funhole unterstützt, dieses Set kauft, weil es ist wirklich erstens mal für die Anzahl der Steine eigentlich ein sehr guter Preis. Und natürlich jetzt zur kommenden Cyber Week muss ich ja so ein bisschen Gleichwerbung machen. Also muss ich nicht, mache ich aber trotzdem. Da könnt ihr natürlich nochmal ein paar Prozente sparen. Und es macht einfach mega Bock zu bauen. Ne? Also ich bin von der Firma Funhole noch nie enttäuscht worden, was die Qualität der Steine angeht. Es lässt sich wirklich super leicht bauen. Die Techniken, die verwendet werden, das Ganze hier mit so... Was neu ist hier mit den Wänden, ne, dass man das so als Treppe baut und dann einfach wie so ein Winkel so hochklappt über die Scharniere. Dann, dass diese ganze Wand hier oben, wo das Saloon dran steht, dass das hier tatsächlich mit geprinteten Steinen kommt, ohne Aufkleber. Also es sind natürlich viele Aufkleber drin, ne, wie zum Beispiel hier diese ganzen einzelnen Holzteile. Aber diese Buchstaben hier oben, Saloon, sind zum Beispiel komplett geprintet und werden von hinten mit so einer Doppelverstrebung hinten einfach hier oben festgehalten, also optisch. Ne? Dann hier oben das mit dem Wasser, mit der Zisterne hier oben, dass die heiß Wasser haben, dass da drunter genau die Platine versteckt ist. Also das ist schon richtig gut gelöst. Und was ich natürlich richtig cool finde, ist, dass man natürlich... Was ich bei der Waldhütte natürlich auch schon gut fand, aber noch nicht so gut, weil bei der Waldhütte hat man die Wand so nach unten durchgeklappt, um nach innen reinzukommen, und hier hat man das Ganze halt wirklich als eine Wand, die man aufklappen kann, um das ganze Set von innen anschauen bzw. auch bespielen zu können. So, machen wir mal Licht wieder aus. Ja, in dem Sinne wünsche ich mir natürlich, dass ihr vielleicht auch Freude an einem einen oder anderen Set habt und ihr zum nächsten Video hier natürlich wieder reinschaltet. Macht's bis dann gut. Ciao, euer Sebastian von devmodels.at.